Aber ja, cool. Ein bisschen Superlegierung habe ich gefunden. Vielleicht despawnt es auch da mega schnell. Oh, Silizium. Okay. Mir geht eh schon wieder der Sauerstoff aus. Nee. Ja, der Ritt war erfolgreich. Iridium passt eh nicht mehr hinten rein. Packe ich alles hier rein. War da schon immer mal so ein... ist da schon immer so ein Durchgang? Welcher Durchgang? Bei dir eben links der Wasserfall. Links der Wasserfall? Ach, ja, der war schon. Okay. So, wappnen wir uns und ziehen wieder los oder eher nicht so? So an sich ja. Oh, ich muss Sauerstoff nachfüllen. Weil dann könnten sich die Insekten ja wieder hier, ne? Weiter tüdeln. Aber ich glaube, da kann man eine Abkürzung fliegen. Ich probiere das mal kurz aus. Ob man da hochkommt. Oh, dieser Leitersound ist so geil. Okay, ich habe eine Abkürzung zum Wasserfall gefunden. Also richtig nah ans Zirkolithfeld. Ach, hier ist sogar eine Ranke. Das ging auf. Das ist aufgewachsen. Das bewegt sich, das wächst immer weiter und weiter auf hier. Okay, krass. Okay. Ich würde sagen, wir wappnen uns und fliegen zu der einen Koordinate, oder? Wo wir dann die andere Koordinate mitnehmen können. Ja, nein, vielleicht. Bitte nicht beides ankreuzen, sonst verwirrend. Ach, da bist du dann geflogen. Ah, okay. Bingo 10, ja. Bingo 3, 3, 5. Omega. Na, dann stelle ich mir noch ein bisschen Luft her. 3, 4. Dann 3 bis 4. Ja, ich pack mir jetzt Inventar für die Reise voll. Ich auch. Ja, gut. Wie viel Luft nehmt ihr mit? Nehmen wir 6 Stück mit. Ich habe 6 Stück. Ich habe 3 Wasser bei. Geh noch mal eine Gärtnerrunde hier. So. Hammer. Hab die Wächterschüssel mitgenommen. Die Wächterschüssel, genau. Ja, den brauchen wir ja eh. So, ich habe 3 Bohnen dabei. Ah, 2 reichen. So. Alle ausgerüstet? Ja. Gut. Dann los. Kommt. Nehmen wir die Abkürzung. So, Suppenbinder hat das Spiel verlassen. Geil! Abgestürzt. Cool. Wo sind wir? Beim Wasserfall. Wart mal kurz. Dann bauen wir mal so ein Häuschen. Ich habe halt nichts dabei für ein Häuschen. Titan, Eisen, Silizium oder so. Einladen. Gleich. 2 Eisen. Ah, 2 Eisen. Und Tür Eisen brauchen wir halt auch noch. Machst du ja. Tür? Ja, hab Tür. Zusammen. Okay, ich baue noch ein Eisen. Hier.
Hinten. Hab. Wo bist du? Ja. Baue ich. Ah, da. Obwohl, lad mich eigentlich in die Base. Es ist schon 23 Uhr, ich muss arbeiten. Was? Es ist 23 Uhr, ich muss arbeiten. Ach so. Eigentlich in die Base. Okay, ja gut, dann so. Dann lade ich dich ein. Dass du nochmal kurz in die Base gehen kannst. So, Einladung ist raus. Wir zwei ziehen los. Mit ganz großen Schritten. Kiste. Was ist mit der Kiste? Wo bist du hin? Wir müssen so den Pilzen, das weißt du. Also Wasserfall und dann jetzt nach. Nein, Wasserfall war doch falsch. Wasserfall. Abbau. Zum Abbau, gell? Nicht komplett. Hier in die Pilzding runter. Bin jetzt hier beim. Ja, treffen wir uns bei der Abbauhütte. Okay. Ich glaube, dann können wir besser los. Hui. Dann verschwenden wir auch keine Ressourcen mit Warten und Co. Und dann fotoknipsen wir uns die andere Dingens, die nächste Koordinate. Wo bist du? Ich komme gerade zur Hütte. Ich will die Hütte. Aber. So. Kurz warten. So. Wo ist die gute Luft? Und dann ziehen wir gleich wieder los, oder? Ja, weiter. Okay, dann komm. So. War dann hier rein. Und dann eher links rum, oder? Ja. Geradeaus. Eine ganz andere Höhle, da waren wir ja noch gar nicht drin. Huch. Da kommen sie gar nicht raus. Oh mein Gott! Ich bin geradeaus in das Loch. Was für ein Loch? Ich bin runtergeflogen, da hat sich ein Loch aufgetan. Du willst gar nicht wissen, wie viel Obsidian ich jetzt in der Tasche habe. Hier ist ein riesiger Obsidianklumpen. Ich sehe es. Was brauchen wir dringend? Also ich habe jetzt 5 Stück habe ich jetzt in der Tasche. Uff, was ist denn das? LOL, hier ist Lava. Da können wir sterben. Ich bin noch ein Stück hochgeflogen. Oh mein Gott. Ich hab jetzt alles Obsidian mitgenommen. Ja. Hier ist noch mehr Lava. Hier tropft Lava von der Decke. Ich glaube, das ist das, was du vorhin gesehen hast. Hier wackelt's. Ich glaube, hier ist ein. Hier sind Vulkane! Ja. Übel, oder? Okay. Wir haben ein Vulkanstadium erreicht. Da hinten ist ein Raumschiff. Siehst du das? Ja. Fliegen wir dahin? Noch Luft ein, sonst müssen wir noch mal später. Ich habe 6 Luft, ich habe 6 Luft dabei. Ich habe mehr wie genug. Ich habe auch 5 Luft. Ciao, Suppenbinder. Ciao. Ja, ciao, ich habe nur eine Luftpakete gebracht. Ich hab's gesehen. Da! Ab! Komm, links, hier. Hierher. Ja, ja, bin da. Da unten habe ich was entdeckt. In oh, eine Leiter. Okay, Licht an. Na, dann nehmen wir jetzt mal nichts mit. Was ist denn da drin? Ja,
Ja, nur Mist. Hier kann man noch weiter runter. Ja. Keine Ahnung. Okay. Oh, an diesem Ort ist es etwas wärmer als in meiner letzten, im letzten Lager. Aber mir ist auch immer noch extrem kalt. Es ist 2 Tage her, seit ich in diesem mir das Essen ausgegangen ist. Ich vermisse meine Familie. Ich bin so einsam. Warte mal kurz, ich muss mal kurz Luft holen. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich muss bald ausziehen. Ich habe schreckliche Angst davor, noch einmal nach draußen zu gehen. Es ist dunkel und so kalt. Mhm. 30, 55. Gut, dann hoch wieder. Warte, kommt noch runter. Nee. Da hast du was vergessen. Hier ist Aluminium drin, soll man das mitnehmen? Nee, Aluminium nicht. Hab das schon ich hab's Uran noch rausgekratzt. Das ist wichtig. Gut, so, dann hinter zu dem Raumschiff. Hier ist eine Kiste unterwegs. Hier ist nichts drin. Bewässerung niedrig bei mir. Okay, das ist das Triebwerk. Wir müssen vorne rein. Wo ist vorne? Oh, das ist Lava. Da ist offen. Also direkt, wo wir angekommen sind, hochfliegen. Da ist die Spitze. Da ist nochmal so ein Fliegeding. So ein Cockpit. Das ist wieder ein riesiges. So, hier ist eine Kiste. Bioklumpen und die Liersamen nehme ich mit. Also irgendwie komme ich da nicht rein. Bist du bei der Spitze, bei dem Cockpit davon? Yoshi? Hier? Hä? Hier, runter! Also, oh Gott, das ist ja voll, der ist ja voll reingepfeffert. Das Ding. Das ist reingescheppert. Fahr ich hier mal links hin. Das kann ich nicht zerlegen. Links bin ich schon lang gegangen, habe in der Kiste rein. Aluminium. Da Aluminium ist noch eine Kiste. Ich nehm's Uran mit. Ja, die anderen Sachen, keine Ahnung. Unrelevant erstmal. Bewässerung niedrig. Hier ist eine Leiter. Ja, ich warte, bis es kritisch wird. Bei mir auch. Hier ist Aluminium drin. Hier liegt einfach Eisen rum. Okay. Zirkulit, Dünger nehmen wir mit, Superlegierung, Iridiumstäbe, weiß ich nicht, ob ich die mitnehme. Was ist das denn? Wo bist du? Hinter mir. Hoch. Oder? Wo bist du? Hoch, die Leiter hoch. Okay. Lifoma Baumsamen. Okay, warte, ich muss kurz mal trinken. Gute Weltraumnahrung, verbesserte, oh Gott, die macht 90. Okay. Also, geht's runter? Was ist denn hier passiert? Also, das sieht alles sehr seltsam aus. Und was mich halt immer irritiert, wir können hier was reinlegen. Luftdruckmultiplikator! What? Ich nehme Sauerstoff zu mir. Ich habe 2 Methankartuschen gefunden. Ich nehme noch Wasser mit. Wie viel Luft hast du noch? 1, 2, 3. 3. Okay. Du? Ich habe noch 4. Beide weniger mitgenommen, aber nochmal ja. Einen Samen. Vielleicht finde ich noch Stoff wäre geil, wenn wir finden. Keine Ahnung, wo ich bin, aber... Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, sobald ich das Cockpit sehe, werde ich auch wieder rausgehen, weil sonst verirre ich mich so lange, bis ich hier drin verreck. Aber mich irritieren die komischen Atomdinger. So, hier kann man einmal runterklettern. Spack! Fest! Ach nö. Versuchen mal zu fliegen oder so. Doppel-Leertaste schnell drücken. Ey! Spiel, lass mich doch los. Ach, da bist du. Komm doch nicht raus. Wow. Auch nicht. Wow. Wir hängen jetzt nicht beide hier fest. Schmeißen und wieder rein. Warte.
Ich hänge jetzt an derselben Stelle wie du. So geht. Nee, du kommst nicht mehr raus. Ist doch verpackt. Ach nö. Kommst raus. Was habe ich jetzt gedrückt? Achso. Ist ja jetzt dumm, oder? Ich probiere mal. Okay, ich gehe mal raus. Geh mal komplett raus, ja. So, du musst halt nochmal rein. Soll ich dich einladen? Mhm. Aber ich verreck halt trotzdem. Kannst du auch raus und rein. Nee, du steckst an derselben Stelle wieder. Wow, ich komm. Ich bin jetzt gerade ein Stück. Wow, rückwärts. Rückwärts an die, an den Tisch. Du musst rückwärts fliegen. Ja? Den Tisch entlang, so links nach hinten jetzt. Fliegen. Tür angucken, links nach hinten fliegen. Auf einmal habe ich mich rausbewegt. Nice. Oh. Oh. Rausgeglitscht. Alter. Verbackter Dreck. Oh, ich würde mal sagen, wir fliegen heim, oder? Nahrungszüchter Stufe 2. Ja, wir wollten eigentlich noch... So, fliegen wir... Ja gut, aber das können wir ja dann nochmal machen. Machen wir dann gleich. Hol noch, falls du noch Platz hast, hol... Ich habe nämlich jetzt 2 Raketentriebwerke wieder mit. Nice. Die Leiter sind mal runter. Hier ist auch nochmal Obsidian. Ich muss Luft holen. Ja, hol das Obsidian, mach mal Feuer. Das ist extrem wichtig, weil die Scheiße... Oh, Superlegierung auch nochmal gefunden. Nehme ich. Das ist auch... Alter, hier ist auch mega viel Obsidian. So, irgendwas soll wegwerfen. Ich werfe jetzt Uran raus, ne? Schmeiß weg. Also ich glaube, hier einen Bohrer hinstellen, Obsidianbohrer, wird halt irgendwann mega Sinn machen. Ich schmeiß mal. Aber das Problem ist halt... Hoppala. Achso, das ist Uran. Das Problem ist halt, der Weg ist ja trotzdem nicht kurz. Momentan. Aber, ja. Ich hab Inventar voll, was soll ich rausschmeißen? Das, was die am unnützesten... Iridiumstab hab ich 5 Stück. Wir weg. Ehrlich mal. Iridiumstab. Ich habe 2 Methankartuschen habe ich gefunden. Ich könnte nimm mit. Extrem wichtig. Ja, ja, die habe ich die ganze Zeit schon drin. Die werde ich nicht rausschmeißen. Ich habe jetzt einmal was gegessen. Ah, ich habe hier einmal Silizium und Titan noch. Das kann raus. Oh, Obsidian, gib ihm. Aber da Obsidian ist, glaube ich, das... Kommst du ran? Ich habe noch einen Platz frei für Obsidian. Ich bin mittlerweile voll. Soll ich Superlegierung oder Obsidian holen? Nimm beides mit. Wir können hier nochmal her. Also blöd gesagt. Wir haben jetzt 2 Inventare voll Obsidian. Oh. Okay, so. Ich gehe. Ich bin voll. Wo bist du? Hier, vor dir. Alter. Ich meine, da wo es Lava ist, da ist das Obsidian. Da ist das Loch. Also cool, dass wir jetzt auf Zufall dieses Loch gefunden haben. Vielleicht ist das ja so ein Erdkruste. Ja, ein Riss halt. Wieso ist hier jetzt absolut dunkel? Alter. Auf einen Schlag ist komplett dunkel geworden hier. Ach, hier auch. Huch! Jetzt leuchtet es lila. Glitch. Da ist das Haus, wo wir hin müssten. Okay, da ja, aber... Trotzdem würde ich mir jetzt eine Luftkartusche reinpfeifen und heim. Also, ja. Ich habe noch ein bisschen Luftplatz. Ja. Hier müssen wir hoch, hier müssen wir hoch, hier müssen wir hoch. Nee, wo oben ist, oder nicht? Da ist ein Loch. Wo? Rechts. Was? Komm zurück. Bin raus. Sind da 2 Löcher? Ja, ich bin beim Abbau. Ich bin in unserem Abbauhaus. So, ja gut, ne? Geht dann auch. Ich da nochmal kurz Luft tanken.
Jo, mach ich auch. Auch wenn wir den Weg locker schaffen mittlerweile. Aber cool. Dann sieht man da hinten den leuchtenden Streifen. Das müsste dann die Lava sein. Geh ich mal von aus. Ja. Aber dann geht's heimwärts. Ja, cool. Egal wo wir hinreisen, es ist halt jedes Mal 10 von 10 cool. Aber hier. Osmium werden wir auch demnächst. Ach, du bist nicht. Komm mit. Was ist das denn? Achso. Oder? Fuck. Du bist minimal falsch abgebogen. Muss die linke Route nehmen, nicht die rechte. Muss also nochmal raus. Ja, ich bin durch. Hier ist ganz viel Osmium. Ja, ja, müssen wir auch demnächst holen. Ja, ich bin auch durch. Nice. Nahrungszüchter Stufe 2 werden wir auch gleich herstellen, ne? Ich glaube, dass uns das nochmal gut was bringt. Aber ja, cool. Allein der Riss an der Seite, der wieder so nach und nach aufwächst, der ist ja jetzt noch weiter offen. Guck doch mal. Wir können jetzt auch den... Ich mache was ganz Krankes. Ist ja richtig weit offen jetzt. Weißt du, was ich jetzt mache? Weiß ich nicht. Wir haben doch unten die Wärmeverstärker. Ja. Ich reiß einen ab und baue den Zweier hin. Ja, mach. Ich mache eine Kiste auf mit Obsidian, oder haben wir die schon? Weiß ich nicht genau. Schaut nicht so aus. In der neuen Ecke nicht. Also ich glaube, wir müssen bald ans Lager dran bauen. Mhm. Bin ich ehrlich der Meinung. So. Wasser. Okay, was brauchst du, mein Jetzelein? Uran, Schwarzpulver, Scheiße. So. Obsidian. Ich hab ne Luftdruckmultiplikatungssicherung. Ja, geil. Was macht Luftdruck nochmal? Luftdruck macht Luftdruck. Ist Luftdruck die Bohrer? Ja, ja. Die Bohrer. Wie gesagt, ich hab zwei Methankartuschen. Ich hab den falschen. Die falsche Sicherung oben hingetan. Du bist sehr klug. Die macht dir nur Sauerstoff, aber muss ja Luftdruck machen. Sauerstoff musst du dann hier unten eher herpacken. Na jetzt! Oh mein Gott! Was denn? Okay, das ist doch ein bisschen übertrieben. Was ist übertrieben? Ist der Multiplikator so groß oder was? Alter, jetzt rast's. Jetzt haben wir 2 Millionen Luftdruck. Ja, aber die Giga-TI steigen jetzt auch nicht so krass, wie ich es gerade erwarten würde. Ja, der Sauerstoff haben wir halt extrem auch ziemlich vernachlässigt. Pflanzen im Glas sind halt auch schon randvoll. So, wir haben jetzt 2 Methankartuschen. Für irgendwas hätten wir vorhin Methankartuschen gebraucht. Weißt du das noch? Ja. Was war das? Was? Für was, dass man die Methankartuschen gebraucht hätten? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke dir. Dir auch einen schönen Abend noch. Um was zu produzieren. Wir können übrigens Nahrungszüchter 2. Irgendwas für oben. Ach ja! Ja. Warte, mein Hirn ist gerade auf Hochtour, deswegen danke dafür zu verkehren. Guten Hunger. Bakterien, Mutanten. Ah, okay. Hammer. Also hier in der mittleren Kiste sind die drin. Ciao, Katze. Also, könntest du mir mal 2 Schwarzpulver herstellen? Lass halt den Hersteller arbeiten. Kann der das? Der kann das. So soll er das nicht können. Das Ding ist geil. So, ich mache jetzt 2 Nahrungszüchter 2. Okay. Wir haben keinen. Fuck. Wir
haben keinen Fuck. Was haben wir nicht? Wir haben keinen Fuck. Viel, viel mehr. Ja, kann ich gleich los. Ich mach schnell die zwei Nahrungsteile hier. Also wo haben wir denn... Obsidian brauche ich denn für das Ding? Drei. Wir haben so. Gerät zum Lenken, nicht zum Denken. Boah, Was kann der eigentlich besser? Was? Der Nahrungszüchter 2. Schneller produzieren, fressen. Wo hast du die, ach, da. Ach, fuck, ich brauch Samen. Also, wir haben Obsidian voll. Ich baller da wieder Bohnen rein. Die Kiste ist voll. Ja, das ist übel. Ich baller da Bohnen rein, oder? In die Nahrung 2, weil die Bohnen eigentlich das Effektivste sind, was wir machen können. Ja, Bohnen, ja. Ich muss hier kurz mein Hirn aus dem Schlummern raus. Wachstumsgeschwindigkeit 1,1, ja, fast doppelt so schnell. Wir müssen unser Ding mal unser Lager sortieren, ausbauen. Ja, komplett umbauen und wieder nochmal ausbauen, weil das geht so. Mir auf den Sack. Ich geh mal schnell los und hol dir Schwefel, okay? Ja. Ich krieg gerade einen Anfall, ich weiß nicht, wie voll das ist. Aber cool, also egal was wir machen, es macht halt, jeder Ausflug macht Spaß. Wir finden jedes Mal irgendwas Neues. Was brauchst du noch? Hier, das Eisen ist komplett mittlerweile weg. Ach so. Nee. Das mit dem Nebel haben sie ab und zu ein bisschen übertrieben. Auf dem Schwefelfeld wächst schön langsam auch was. Ich habe Kobalt da auch mal rausgenommen aus der Schwefel, aus dem Schwefelbohrer. Eigentlich müsste man richtig knapp vor den Insekten stehen, oder? Mit fast 7 Giga TI. Bin mal gespannt, wann die Nebelschwaden hier sich verziehen. So, wir sind bei 83% Insekten. So, Zirkulit. Also Zirkulit wächst echt mit Baumwurzeln aus dem Boden. Also wir sind bei 40 Tonnen Pflanzen. Oh, Wasserfilter. Was macht der? Was braucht der Wasserfilter? Wir haben doch schon Wasserfilter. Nein, das ist ein ganz anderer. Der braucht, das ist, glaube ich... Ich lese mal kurz, was das Vieh macht. Erhöht das Trinken direkt aus der See. Ach so! Du kannst. Oh, das ist krank. Es ist im Prinzip. Keine Wasserflasche mehr. Im Prinzip pinkelst du und der filtert das dann, oder wie? Nein, du kannst sofort das Wasser trinken. Im See. Ja, das ist ja geil. Du brauchst das scheiß Teil theoretisch nicht mehr. Also, wenn du irgendwo in einen Fluss oder in einen Bach oder sowas reingehst oder eine Pfütze, wo du schwimmst, kannst du trinken. Das ist ja 10 von 10 geil. Deswegen sind überall Pfützen verteilt. Ich habe mich immer schon gefragt, wieso die überall Pfützen sind. Das habe ich mich schon gefragt. Ey, 11:30 schon wieder. Ich freue mich auf Freitag, bin ich ehrlich. Also heute gehen wir definitiv nochmal, aber irgendwie noch zu dem Ding. Meinst du, schaffen wir noch? Ist es 11:30? Ja, trotzdem schaffen wir. Ja gut, dann packe ich den Schwefel, komm zu dir und dann rüsten wir uns und dann sind wir los, oder? Ja, mach noch ein bisschen Sauerstoff, bitte. Zack. Ich hätte gern so eine allgemeine Kiste, die dann alles aufräumt. Schwefel, zack. Kobalt wird nachgeliefert. So, die Zirkulif-Kiste ist auch bald voll, wenn es so weitergeht.